kannst wohl kaum erwarten, was? Das ist dein Körper. Nein, will ich nicht. Jetzt halt die Fresse. Was machen Sie da mit meiner Tochter? Das, was du willst, ich mache einen Test und wenn das Kind nicht von dir ist, dann mache ich eine Abtreibung. So habe ich das nicht gemeint. Gut, wie hast du es dann gemeint, Matthias? Bitte sag's mir. Ich würde dich niemals zwingen, das Kind abzutreiben. Und das weißt du auch. Gut, und wie willst du damit umgehen, wenn sich herausstellt, dass du nicht der Vater bist? Ich will zumindest Gewissheit haben. Ich sitze hier doch nicht 8, 9 Monate lang rum und lass mich dann überraschen, ob es mein Kind ist oder nicht. Gut. Was willst du tun, wenn du nicht der Vater bist? Weiß ich nicht. Ein Kind von einem Mann, mit dem du mich betrogen hast. Ich glaube nicht, dass ich die Kraft dazu habe. Sophia. Wo ist Sophia? Carla, sag uns, was passiert ist. Da war diese Frau. Sie hat... Was? Sie hat was? Sie war keine Putzfrau. Wie die Frau, die ich heute Morgen reingelassen habe, das war doch eine Krankheitsvertretung. Du meinst... Sie hat sie mitgenommen. Du meinst, sie hat Sophia entführt? Komm, jetzt setz dich erstmal hin. Ganz vorsichtig. Vorsichtig. Vorsicht. Langsam. Carla. Wer war die Frau? Woher kommt sie? Ich meine, von welcher Agentur? Lars, Carla ist offensichtlich gerade zusammengeschlagen worden. Jetzt lass sie doch erstmal zu sich kommen. Du brauchst einen Arzt. Am besten Leonard. Nein, das ist schon in Ordnung. Dann rufe ich die Polizei. Keine Polizei. Du bist in Topform. Und das völlig ohne Muntermacher. Na, läuft doch ganz gut, oder? Dieser verdammte Sack. Aber trotzdem, wenn ich nicht alle scharf fasse. Tust du aber. Letzte Woche hat der dich zu Boden geschickt, aber heute zeigst du ihm, wo es lang geht. Na, hast du zu neuer Form gefunden? Sieht fast so aus, ne? Gut, dass du noch mal überlegt hast, du. Siehst du? Ein paar Spezialvitamine und du läufst mit doppelter Kraft. Apropos, brauchst du noch ein paar Schokoriegel? Ja, klar. Immer her damit. Du hast es drauf, Mann. Du hast es drauf. Du, mach mal weiter so, Christian. Deine Chancen, dass ich dich für den Kampf in 3 Monaten anmelde, die steigen gerade so. Nicht abtreiben. Hat Matthias das von dir verlangt? Nein, natürlich nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Von ihm kriegt man ja keine klaren Ansagen. Ja, das ist für euch beide eine sehr schwierige Situation. Ihr habt doch jetzt erst einmal den Beratungstermin. Ja, in ein paar Tagen. Bis dahin drehe ich durch.
Du könntest Leonard fragen, ob er euch über diesen Vaterschaftstest berät. Das ist doch überhaupt nicht sein Fachgebiet. Er muss doch nicht Gynäkologe sein, um auf eure wichtigsten Fragen zu diesem Thema zu antworten. Und das wäre erst einmal der erste Schritt. Und wie es dann weitergeht, das werdet ihr dann sehen. Ich weiß nicht. Aber eben gerade hast du mir gesagt, dass du es überhaupt nicht abwarten kannst bis zu diesem Test. Er wird mich verlassen. Wenn das Kind nicht von ihm ist, dann wird er mich verlassen. Nach 25 Jahren Ehe. Das ist überhaupt nicht sicher. Das Kind, das wird er hassen. Katja, jetzt mach mal ganz langsam. Solange du nicht weißt, ob das Kind von Matthias oder Sebastian ist, hilft es niemandem, den Teufel an die Wand zu malen. Was soll ich denn tun? Abwarten, was der Test bringt. Und vor allen Dingen Ruhe bewahren. Inga wurde mit Chloroform betäubt. Inga, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ist alles nur ein bisschen neblig. Und was ist mit Hannes? Hannes geht es gut. Er hat nichts gemerkt, glaube ich jedenfalls. Können Sie sich bitte um ihn kümmern? Ja, natürlich. Es geht schon wieder. Carla, wir müssen die Polizei rufen. Nein. Ich sag's noch mal, keine Polizei. Wenn das die Entführer mitkriegen, dann weiß ich doch nicht, was sie mit Sophia machen. Das weiß die Polizei doch auch. Sie werden Sophia nicht gefährden. Ich kann hier nicht rumsitzen und warten. Diese Frau hat mich niedergeschlagen. Sie hat Inga betäubt. Die ist gefährlich und brutal. Wer auch immer dahinter steckt, sie müssen gewusst haben, wie sie am Pförtner vorbeikommen. Die Reinigungsfirma hat dich doch darüber informiert, dass eine neue Aushilfskraft kommt, richtig? Ja. Sie waren vorbereitet und haben Informationen über dich, Inga und Sophia einholen können. Konnte ich dieser Frau nur vertrauen? Wer weiß so gut über Sophia und mich Bescheid? Du glaubst doch nicht etwa... Wer sonst? Ja? Hier ist die Putzfrau. Und? Alles sauber? Ja. Ich und der kleine Wischmopp sind jetzt erstmal in der Besenkammer und warten ganz brav, wie es weitergeht. Sehr gut. Ich liebe saubere Sachen. Gute Arbeit, ich melde mich. Tja. Liebe Lahnsteins, ich glaube, bei euch ist jetzt Party angesagt. Ach ja. Ich dachte immer, wer aussah, kann auch gut einstecken. Akma, was sollte das denn eigentlich vom Wolle mit den Schokoriegeln? Ja, was sollte das wohl heißen? Ja, ich weiß auch, was das heißt, aber findest du es gut, ihm vorzumachen, du würdest dopen? Ja, finde ich gut. Weil ich so nämlich die Chance habe, dass Wolle mich für den Kampf zulässt. Ja, wie lange willst du ihn noch anlügen? Solange es nötig ist. Außerdem, ich lüge ihn gar nicht an. Ich sage ihm nur das, was er hören will. Christian, der Typ ist doch nicht blöd, der wird merken, dass du das Zeug gar nicht nimmst. Gegen die gedopten Typen, da kannst du auf Dauer nicht mithalten, da kannst du trainieren, bis der Arzt kommt. Das sah gerade aber anders aus. Olli, was hast du denn für einen Tipp? Sag ihm einfach, wie es ist, dass du auch ohne Tricks das Beste als Boxer aus dir rausholen willst. Olli, Wolle ist ein Arsch. Der hält Schwule für die Pest, wie soll ich denn bitte mit dem reden? Wenn ich jetzt einen Rückzieher mache, dann kann ich meine Karriere vergessen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Steht Katastrophe als Überschrift drüber. Mach dir mal keine Sorgen. Wenn ich nicht dope, dann mache ich alles richtig. Und meinem Ziel komme ich auch näher. So, ich habe Ihnen hier etwas Informationsmaterial zusammengestellt, in dem der Vaterschaftstest kurz beschrieben wird. Ich kann Ihnen natürlich das eine oder andere erklären, nur sollten Sie unbedingt noch einen Gynäkologen zur Rate ziehen. Ja, machen wir. Wenn Sie dann bitte... Natürlich. Also, es verhält sich folgendermaßen. Bei einer sogenannten Fruchtwasseranalyse kann der Gynäkologe die Vaterschaft schon vor der eigentlichen Geburt erkennen.
Das heißt, es wird Fruchtwasser entnommen. Richtig, plus eine DNA-Probe des Vaters und eine DNA-Probe der Mutter. Und wie sicher ist der Vaterschaftstest? 100%. Gut. Ja, wann kann der Test gemacht werden? Also im Grunde, sobald Sie mit Ihrem Gynäkologen gesprochen haben. Nach der Untersuchung wird die Probe ins Labor geschickt und circa eine Woche später haben Sie dann das Ergebnis. Eine Woche? Ungefähr, ja. Ich muss Ihnen da allerdings noch etwas sagen. Eine Fruchtwasseranalyse wird normalerweise nur dann gemacht, wenn der Verdacht besteht, das Kind könnte behindert sein. Worauf ich hinaus will, ist, die ganze Sache ist nicht ganz ungefährlich. Was heißt das? Das heißt, naja, statistisch gesehen ist das Risiko relativ gering. Nur kann es trotzdem zu Verlust von Fruchtwasser, Blutungen in der Gebärmutter oder Infektionen kommen. Sollte sich das Kind beispielsweise bei der Untersuchung stark bewegen, ist es natürlich durch die Nadel gefährdet. Was? Und was würde dann passieren? Naja, wie schon gesagt, das Risiko ist relativ gering. Nur sollte einer der vorher genannten Faktoren eintreten, kann es im schlimmsten Fall zu einer Fehlgeburt kommen. Als Hauptgang gibt es Heilbutt in Zitronen, Melissecreme an Rosmarinkartoffeln. Dankeschön, Justus. Wo ist Sophia? Wo ist Schneider? Herr Schneider, bitte! Sophia ist entführt worden! Was? Und es gibt nur einen, der dahinter stecken kann, Ansgar, du. Sie wurde direkt vor meinen Augen aus der Wohnung entführt und nur du weißt, wie man jemandem Zugang verschaffen kann! Du bist doch total geisteskrank! Moment, Schwachsinn, wo ist Hannes? Du weißt ganz genau, dass dein Sohn in Sicherheit ist. Jetzt spiel nicht den besorgten Vater! Sag mir sofort, wo mein Sohn ist! Wo ist Sophia? Lass mich los, du Arschloch! Bitte, 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 beruhigt euch doch! Bitte! Carla, bist du sicher, dass Ansgar damit zu tun hat? Ja, natürlich ist sie das nicht. Ich hab damit nichts zu tun. Das ist doch völlig verrückt. Ich wünschte, dir würde mal jemand deine Tochter wegnehmen. Hast du das nicht noch gestern zu mir gesagt? Ich wünschte auch, dir würde jetzt jemand einmal was über den Kopf schütten, damit du dich wieder beruhigst. Ansgar, jetzt gib mir endlich Sophia wieder! Ich komm gleich nach, okay? Ich warte. Hey. Guter Kampf! Hier, pack mal weg, muss nicht jeder sehen. Oh, die kann ich gut gebrauchen, danke. Hast du noch eine Minute? Ja, klar. Weißt du, was das ist? Das ist die Anmeldung für deinen Kampf. Hab ich gerade für dich unter Dach und Fach gebracht. Was? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ist schon gut, Junge, ich weiß, dein Herz schlägt fürs Boxen. Du, sag mal, dein Kumpel. Olli. Ja, ich weiß, es ist deine Privatsache, aber die Jungs in der Umkleide, die fragen sich, ob der von drüben ist. Von drüben? Ja, du weißt schon, ein Heiditei, ein warmer Bruder, der hängt an dir wie eine Klette. Ach, Olli ist ganz normal. Sicher? Gott sei Dank, weißt du, im Box bist, wenn du da mit Schwuchtel zusammenhängst, dann bist du schneller draußen, als du gucken kannst. Wolle, ich hab doch nichts mit Schwuchtel am Hut. Das wäre noch schöner, Mann. Hättest du gedacht, dass die Risiken so groß sind? Wie Dr. Leinstein sagt hier, müssen Schritt für Schritt vorgehen und der nächste Schritt ist ein Termin beim Gynäkologen. Stimmt's? Wie viel Leben hier ist. Man sieht es gar nicht mehr, weil man nur noch mit sich selbst beschäftigt ist. Lass uns den Test vergessen. Was? Wie meinst du das? So wie ich es gesagt habe. Ich will das Risiko nicht eingehen. Willst du nicht wissen, ob du der Vater bist? Natürlich will ich das wissen. Aber wenn ich es erfahren will, muss ich das Leben des Kindes gefährden. Den Preis zahle ich nicht. Das wird er mir büßen, das schwöre ich. Wenn Ansgar überhaupt daran beteiligt ist. Was heißt denn hier bitte, wenn? Sie wollten Carla eins reinwürgen. Sie kannten sich in Carlas Wohnung aus und Sie konnten einen Plan ausarbeiten. Sagen Sie mir endlich, wo Sophia ist. Ich sag's jetzt nochmal. Ich verwende einfache Wörter in einem kurzen Satz. Ich hab Ihre Tochter nicht entführt. Wenn meiner Tochter was passiert,
dann bringe ich sie um. So wahr ich hier stehe. Warum sollte ich Sophia entführen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, weil er mich hasst. Nur wusste ich bis heute nicht, wie sehr. Ansgar weiß, wie es ist, wenn das eigene Kind verschwindet. Vielleicht irre ich mich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich so weit gehen würde. Jetzt nimmst du ihn noch in Schutz? Sag mal, was muss er denn noch alles machen, damit du endlich aufwachst? Carla, bitte, bitte hör auf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es in dir aussieht, aber wir müssen doch versuchen, klar zu bleiben. Herrgott nochmal, Ansgar will mich fertig machen. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Und wisst ihr, was der nächste Schritt sein wird? Ein Anruf beim Jugendamt, weil Hannes angeblich nicht mehr sicher bei mir ist. Ich habe gerade das Besuchsrecht für Hannes bekommen. Warum sollte ich das gefährden, indem ich Sophia entführe? Das ist Schwachsinn! Ja, natürlich ist das Schwachsinn, aber genauso läuft das doch bei dir. Jetzt mal einen Moment, Leute, ja? Ihr könnt mich gerne für ein Arschloch halten, aber bitte nicht für blöde, ja? Worüber reden wir hier eigentlich? Geben Sie mir meine Tochter wieder zurück. Oh Gott, okay, jetzt reicht's mir, Columbo. Die Vorstellung für harte Männer ist hiermit beendet. Dein dreckiger Plan wird nicht aufgehen. Ach, spaß dir einfach. Ich habe keine Lust mehr. Und jetzt beruhigen wir uns erstmal. So kommen wir auch nicht weiter. Wir beide sind noch lange nicht fertig. Ich mit Ihnen schon. Frau von Lahnstein? Ja? Ihrer Tochter geht's gut. Das Ganze läuft so. Sie lassen die Polizei aus dem Spiel, sonst ist Ihre Tochter tot. Ist das klar? Ja. Dann sind wir uns ja einig. Sie hören von uns. Hallo? Hallo? Jetzt sag schon. Nee, ist egal. Okay. Dann behalt eben dein großes Geheimnis für dich. Ich könnte sowas von abgehen, weil ich bei dem Boxkampf teilnehmen darf. Ich weiß. Das ist trotzdem nicht, was du eben nicht sagen wolltest. Olli, du lass mich aus. Quatsch dich nicht. Ich könnte innerlich irgendwie platzen. Ich würde am liebsten losrennen, springen, tanzen. Ja, weißt du was? Am liebsten würde ich mit dir hier im No Limit Setaki tanzen. Weil du mir einfach die Kraft gibst, das hier alles durchzuziehen. Mut, Stolz. Du liebst mich einfach. Mach einen Satz und ich heul los. Ja, ich auch. Weil ich eben nicht mit dir tanzen kann. Weil ich stattdessen vor Wolle so tue, als würde ich Schwule eklig finden. Dich verrate. Was dieser Wolle sagt, das ist doch sowas von egal. Das Wichtige ist doch, dass wir wissen, wie wir zueinander stehen. Du sagst immer genau das Richtige. Gut. Dann lass uns jetzt mal nach oben gehen. Tanzen ist angesagt. Setaki oder Freestyle? Weder noch. Wir tanzen unsere allabendliche Joggingrunde. Du Tyrann. Weichei. Willst also den Test nicht machen lassen? Der Vaterschaftstest kann erst dann ohne Risiko gemacht werden, wenn das Kind auf der Welt ist. Mir bleibt also nichts anderes übrig. Wann wollt ihr es den Kindern sagen? Wir warten erst mal 3 Monate, bis die Gefahr einer Fehlgeburt nicht mehr so groß ist. Hast du eine Idee, wie es weitergehen soll zwischen Katja und dir? Ich weiß ja nicht mal, ob es noch an uns gibt. In Flensburg gab es auch mal Situationen, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich dachte, jeder Schritt, den ich mache, ist falsch. Häufig hat dann Katja das Ruder übernommen, hat Tatsachen geschaffen. Ja. Diesmal musst du selbst die Lösung finden. Kann dir keiner raten. Es kann sich natürlich auch um eine Gehirnerschütterung handeln.
Ist dir übel, oder? Ja, natürlich ist ihr übel. Sie könnte kotzen, wenn sie mich sieht. Sie hat sie auch in den Gedanken verrannt. Ich hätte ihr Kind entführt. Gib ihr bloß irgendein Beruhigungsmittel. Carla hat sich nicht in irgendetwas verrannt. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ach, so ein Schwachsinn. Natürlich, wenn irgendwas nicht klappt, der böse Bruder war's. Ist ja auch viel einfacher so. Vollidioten. Ja, wie kommen hier nur alle da drauf? Warum glauben hier nur alle, dass dir kein Spiel zu dreckig ist? Ansgar, hör jetzt bitte auf, uns was vorzumachen und sag mir endlich, wo Sophia ist. Oh Gott, Carla, zum letzten Mal, ich hab nichts damit zu tun. Was soll ich denn machen, damit du mir glaubst? Das ist doch völlig idiotisch. Während hier alle rumsitzen und mich verdächtigen, haben die Bahnentführer freie Bahn. Wahrscheinlich ist mein Sohn das nächste Opfer. Ansgar, ich fall diesmal nicht auf dich rein. Das hast alles du in die Wege geleitet. Weißt du was? Glaub doch, was du willst. Ich rufe jetzt die Polizei. Das wirst du nicht tun. Ansgar! Olli, soll ich dich nach Hause tragen? Ich bin noch nicht mal warm gelaufen. Warte mal, bis ich richtig loslege. Komisch. Du siehst aus, als würdest du gleich verrecken. Siehst du die Ecke da vorne? Oh, Olli, komm, versuch's erst gar nicht. Da mache ich eine Pause, wenn ich auf dich warte. Okay, ich geb's zu. Gläser polieren ist nicht das perfekte Training, um es mit dir aufzunehmen. Tja, dafür durfte ich heute mit dem attraktivsten und langsamsten Kellner aus ganz Düsseldorf um die Wette rein. Ich liebe dich. Geht so an dich zurück. Ich bin einfach glücklich mit dir. Ich tue das einzig Richtige. Bitte, Ansgar. Wenn du die Polizei einschaltest. Ich habe Angst, dass Sophia was passiert. Die bringen sie um. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Tut mir leid, Carla. Wenn du wirklich nichts mit der Entführung zu tun hast, dann darfst du Sophias Leben nicht in Gefahr bringen. Nur um deinen Vorteil herauszuholen. Polizeinotruf. Was kann ich für Sie tun? Ansgar, bitte.